Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und damit herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews. Heute ein ganz besonderes Video, denn ich freue mich wie die Sau, denn Play on Pictures hat mir was Tolles gebracht oder vor die Tür gelegt, wie Laser City Lights immer so gern sagt. Wir haben die 4K-Edition von Opera im Haus. Opera von Dario Argento, auch bekannt als Terror in der Oper oder der deutsche Fernsehtitel Im Zeichen des Raben, wird hier neu aufgelegt in einer wunderschönen Deluxe Edition, die wir hier aus unserer schönen Suspiria-Kiste nehmen. Und wir haben hier dieses wunderschöne Exemplar. Das zeige ich euch gleich nochmal aus der... Wir gehen ja noch auf jeden Fall in die Detailansicht. Ich zeige euch alles aus der Nähe. Aber erstmal sprechen wir kurz über Opera, der ja als der letzte große Argento-Film gilt in den Fankreisen. Also ich finde, er hat danach noch auch ein paar interessante Sachen gemacht. Aber man muss schon sagen, Opera ist schon das Ende einer Ära für Argento. Das muss man wirklich ehrlich sagen. Und aber was für ein Ende. Ein großproduzierter Film, der damals noch von Orion co-produziert wurde, wie ähnlich in Inferno damals von 20th Century Fox mitproduziert wurde. Das heißt, hier war richtig Geld vorhanden. Man hat sich einen großartigen Kameramann geholt mit Ronnie Taylor, der diese wunderbaren Bilder macht. Und Ronnie Taylor ist einer der größten, ein ziemlich bekannter Kameramann, hat auch einen Oscar gewonnen mit Billy Williams zusammen für Gandhi von Richard Attenborough, hat aber auch hier für Argento dreimal gearbeitet in Opera, Phantom der Oper und sein letzter Film war dann Sleepless als Kameramann auch, Non Hono Sono. Und hier wird total genial mit der Kamera gearbeitet, was man von Argentos frühen Werken ja auch immer so sagen muss. Das ist ja der Wahnsinn, was da mit der Kamera abgeht. Also ist hier wirklich auch, wie man immer so schön sagt, Style over Substance. Der Stil ist hier wichtig, das Drehbuch eher zweitrangig. So. Die Figuren sind nicht durchgängig kohärent, die machen nicht so viel, die Handlung macht nicht so viel Sinn. Aber das ist bei Argento-Filmen nicht das Wichtige. Das Wichtige ist die Inszenierung. Und allein wie dieser Film losgeht mit dieser 20-Minuten-Szene in diesem großen Opernhaus, es ist einfach Wahnsinn, die Kamerafahrten mit den echten Raben, echte Raben, diese Kreisfahrten, das ist alles wunderbar inszeniert und die Todesszenen. Wir haben hier ganz großes Kino, finde ich. Und ja. Man hat sich auch, glaube ich, mit Absicht Ronnie Taylor gesucht, weil der war unter anderem auch Kamera-Operator bei Brian De Palmas Film Phantom im Paradies. Hier haben wir wieder ein paar Parallelen, die wir finden können. Und ja, insgesamt ist das ein absolut grandioser Film und jetzt wunderbar digitalisiert nochmal in dieser 4K-Abtastung von Cinecittà oder wie das? Ja, ich habe irgendwas gelesen. Auf jeden Fall. Ja, der Film ist jetzt uncut ab 16 Jahren, was wahnsinnig ist. Das war damals bei der ersten Release auch schon so, aber ich habe auch immer gedacht, wow. Also wenn der ab 16 ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, Opera. Hier auch das wunderschöne Cover natürlich. Man kann ja nichts anderes nehmen von Renato Casaro. Ein wunderbar gezeichnetes Cover und dieses Bild ist sinnbildlich für das Kino von Dario Argento. Gezwungen werden, dem Terror in die Augen zu gucken. Das fand ich schon immer grandios, dieses Bild, und ist auch einfach Wahnsinn. Ja, dann machen wir das Ganze mal kurz auf. Aber wie gesagt, ich gehe gleich nochmal in die Nahansicht. Wir haben dann hier, wie in den anderen Editionen von Play-On Pictures, dieses wunderschöne Digipack. Können wir hier aufklappen mit den Fassungen. Ich wollte noch was deswegen sagen zu den Fassungen. Wir haben einmal die italienische Originalfassung mit dem ganzen langen Ende, mit den erweiterten Szenen und auch ein paar Elementen mehr drin. Wir haben die internationale Exportfassung, die ein bisschen gestrafter ist. Und wir haben beides nochmal auf Blu-ray. Und hier haben wir auf Blu-ray noch extra die Vollbildfassung. Denn der Film wurde in Super 35mm gedreht. Das heißt, es ist ein 16:9 Master, das wurde hierfür quasi gecroppt, also man hat die Balken eingefügt für, also maskiert nennt man das ja, für das CinemaScope-Format und so sollte der Film auch gesehen werden. Aber wer die zusätzlichen Bildinhalte sehen will, kann auch gerne die Vollbildfassung einlegen, die hier in dem Fall nicht Vollbild ist, sondern eben 16:9. Vollbild ist für mich immer noch 4:3 und nicht 16:9. Das ist wahrscheinlich bei den neuen Fernsehern ein bisschen verwirrend. Also in der Vollbildfassung habt ihr keine Balken auf eurem 16:9 Gerät. Genau. Aber genug von dem Technikgeschwafel. Der Film ist wirklich grandios inszeniert. Die Lichtsetzung ist der absolute Wahnsinn, wie man es von den frühen Argento-Filmen gewöhnt ist. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Wir haben viele Verweise auch zu seinen alten Filmen, zu Phänomena zum Beispiel, ist einige Referenzen drin, gerade das Ende. Und ja, wir haben tolle Schauspieler. Christina Marsilak, die spanische Schauspielerin, ist dabei. William McNamara als ihr sozusagen Freund, der auch später einen ganz tollen Killer gespielt hat in dem Film Copy Kill mit Sigourney Weaver. Ja, und weitere Dario Argento Alumni wie Darian Nicolodi, die ja mal auch seine Freundin war und auch früher viel mitgespielt hat, unter anderem auch in
Suspiria. Ja, und ich kann diesen Film einfach nur loben. Der geht durch wie Butter. Es ist einfach wunderschön. Man kann sich gar nicht satt sehen. Und da ist eben das 4K-Format hier Wahnsinn. Denn wir haben hier Dolby Vision mit an Bord. Wir haben HDR10 mit an Bord. Wir haben das ganze Bild wurde remastered. Ich zeige euch mal 2, 3 Vergleichsbilder hier. Die habe ich leider abfotografiert. Also nehmt diese Bilder jetzt nicht zu ernst. Das ist jetzt abfotografiert von meinem OLED. Und aber man sieht schon die Unterschiede. Und was auch interessant ist, der komplette Vorspann hat eine neue... Also man hat die Credits erneuert, weil die alten sehr ranzig aussahen, wenn man das vergleicht. Und bin ich sonst eigentlich nicht so der Fan von, aber hier fand ich es dann so dezent gesetzt, dass es mir auch erst beim zweiten Mal gucken so aufgefallen ist. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ansonsten, ja, das ist Dario Argentos quasi fast letzter Giallo. Danach ging es sehr in so eine andere Phase rein von Argento mit Trauma und den ganzen Film. Und das war dann nicht mehr, also die späteren Argentos sind auch nicht mein Fall, muss ich sagen. Da gab es dann nochmal mit dem erwähnten Sleepless, nur Horn of Sonne, noch einen kleinen Rückblick. Denn er ja nochmal mit auch dem der Kameramann hier realisiert hat und dem nochmal so eine Art Best-of von seinen alten Filmen funktioniert hat. Der auch übrigens sehr sehenswert ist. Das Ganze kann man auch sagen, ist sehr von Argentos persönlichen Sachen beeinflusst. Er selbst ist quasi dieser Regisseur im Film, der eigentlich Opernregie führen will, aber als billiger Horrorfilmmacher gesehen wird. Und Argento wollte auch in echt Rigoletto inszenieren, hat aber dann durch seine Inszenierungsideen hat er sich verworfen mit den Theatern und hat es dann nicht machen können. Und das wird auch hier richtig thematisiert in dem Film, auch Opera. Ist ja sehr interessant, wie er das so einbaut. Und da sieht man auch so ein bisschen die Diskrepanz mit Argento, wie er sich so streitet, was High- und Low-Art ist, was für mich zum Beispiel nicht existiert. Es gibt keine hohe und keine tiefe, keine schwache Kunst und starke Kunst, hohe Kunst oder Trivialkunst. Das gibt es für mich nicht. Es gibt einfach nur gut gemachte Sachen oder nicht. Und das kann sehr auf einem intellektuellen Ebene stattfinden oder auf einem untersten Schubladenlevel. Das ist einfach, wenn man es richtig macht, ist alles genial. Kann man alles richtig toll machen. Ja, die ganze Box hier ist toll. ich würde sagen, geht es nochmal in die Nahansicht. So, und damit herzlich willkommen in der Ansicht und ähnlich wie die Hauptfigur werde ich euch zwingen, den Terror in die Augen zu schauen. Hier mit diesem wunderschönen Cover, wie gesagt, von Renato Casaro, wunderbar gezeichnet und für mich hier diese Augen ein Sinnbild für den Argento-Film an sich. Ja, sehr schön geworden, wie ich finde. So schön. Ja, wir haben hier eine Hochglanzbox, warte, ich lasse nochmal kurz zu, die gerade falsch rum drauf ist. Wir haben hier eine Hochglanzbox. Schauen wir uns mal dieses Beins, die Seitenasts an, die Brücken sozusagen, die Augen auch wieder hier oben, ganz toll. Dario Argento, Opera, und hier haben wir Blu-ray und UHD-Logos, ebenso auf der anderen Seite. Sehr schön geworden. Hier oben nochmal Opera und unten haben wir technische Angaben und so weiter und so fort. Wir haben hier Dolby Vision Logo auch drauf, wie gesagt, wird auch mit Dolby Vision jetzt gearbeitet, ganz groß und großartig. Dann kommen wir zur Rückseite, da sehen wir schon Christina Marsalik in ihrer Rolle als Lady Macbeth. Und ja, hier haben wir dann ein paar, die kurze Inhaltsangabe. Wir haben hier die volle internationale Fassung mit 107 Minuten, aber auch die Exportfassung, komplett ungeschnitten natürlich. Wir haben hier die ganzen neuen Restaurationen drauf, die geöffnete Bildfassung, die ich schon erwähnt habe, ein Audiokommentar von Markus Stiegelegger und Kai Naumann vom Jahr 2012, glaube ich. Ist recht informativ, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Hintergrund zum Film an sich gewünscht, Entstehungsgeschichte und halt auch Intention und tatsächliche Bezüge, weil es geht halt ganz oft auf ihre Interpretation des Films und ich weiß halt nicht, wie oft ich noch hören kann, dass das jetzt ein phallisches Symbol ist und bla bla bla. Ihr wisst, ihr kennt es ja. Genau. Dann haben wir verschiedene Trailer, Werbematerial und ein schönes Booklet von Leonard Elias Lemke. Sehr groß und hier sehr, sehr toll. Und hier natürlich verschiedene Bonusmaterialien, die alle von der alten Edition übernommen sind. Das heißt, wenn ihr die alte nicht habt, kein Problem. Hier ist alles drauf und sogar noch mehr. Und natürlich auch ein paar Claudio Simonetti Musikvideos. So, dann öffnen wir das Ganze mal hier. Da kommt uns schon das Digipack entgegen. Wunderbar. Und hier ist dann der Sticker, der außen aufgebracht war, an der Außenfolie. Also Playon hat auf euch gehört. Es ist nicht mehr auf der Box selbst geklebt. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr da irgendwie eure Edition beschädigt. Hier, mit unglaublichen Kontrast und mehr Farben mit Dolby Vision. Ja, genau. Ich muss auch sagen, dass dieser Transfer in 4K nicht unbedingt... Das Wichtige hier ist nicht unbedingt die extrem krasse Schärfe. Die Blu-ray war nämlich auch schon nicht schlecht.
Aber einfach die Farbgebung ist einfach jetzt der absolute Wahnsinn, was bei Argento-Filmen halt einfach immer hardcore zum Tragen kommt. Hier dieses HDR kann diesen Film einfach nur gut tun. Da kommen wir zu dem Booklet von Leonhard Elias Lemke, wie gesagt. Der geht hier auf verschiedene Sachen ein, auf die verschiedenen Fassungen auch. Und ja, Hintergrundgeschichte, sehr interessant. Und vor allen Dingen auch hier auch die zeitgenössische Geschichte, dann hier im Zeichen des Raben, die quasi, das war der Titel in der Fernsehausstrahlung, der auch stark gekürzt war natürlich, hier Symbolik des Raben und viele andere Sachen. Ein großes Ding. Cinema Pur hat er geschrieben, was ich auch natürlich finde, weil das ist für mich reines Kino, pure Cinema, wie man so schön sagt. Und ja, ich liebe es. Großartiger Film. Genau. Hier haben wir noch ein paar Hauptangaben vom Film. Sehr schön. Genau. Wunderschönes, informatives Booklet. Dann haben wir hier Art Cards. Hier William McNamara. Christina Masalik. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Die sind so ein bisschen verfremdet. Hier auch die berühmte Todesszene, die ich auch mal sehr gut finde, weil die so eine der härtesten Szenen im Film ist. Und auch mal, wie gesagt, sehr untypisch für Argento, eine ausgeschlachtete männliche männliches Mordopfer zeigt. Dann haben wir hier noch das Poster von Casaro. Ein kleiner Nachdruck, aber auch mit sehr schön ordentlichen Farben. Genau. So, was haben wir dann noch? Und jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück des Ganzen. Und zwar dem Digipack. Hier dreimal aus, das drei Panels enthält. Wie gesagt, wir haben hier erstmal hier die Gesamtansicht. Und die Rückansicht sieht so aus. Opera mit so einem Brush. Und dann haben wir hier das Hauptmotiv natürlich nochmal. Wunderbar. Schön komplett durchgedruckt, alles in schön schwarz. Und hier haben wir im Hintergrund die Oper, dieser berühmten Kamerafahrt, die einfach absolut göttlich ist. So, dann haben wir hier die 4K-Disc der internationalen Exportfassung. Aber ich würde euch immer diese Fassung hier empfehlen. Die sind auch vom Bild her genau gleich. Würde ich euch hier empfehlen. Die englische Originalversion. Da ist auch Deutsch drauf, Italienisch und zwei Englischfassungen. Einmal steht da Cannes-Synchro. Und ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so viele Unterschiede entdeckt. Wer da genaues weiß, kann mir mal Bescheid sagen. Ich habe nur bei ein, zwei Stimmen Unterschiede gehört. Aber ansonsten war die doch recht ähnlich von der normalen englischen Dubbing-Version. Ja, dann haben wir diese Vollbild-Version, die ich schon erwähnt habe. Wer unbedingt seinen 16:9 Fernseher ausfüllen will, kann das hier sehen. Der Film ist auch so gedreht worden, aber wie gesagt, er ist eigentlich dafür intendiert, mit Balken gesehen zu werden, also maskiert, weil das sieht man dem Film auch an, wenn man den hier, ich habe mal reingeschaut, also man sieht, dass oben und unten halt oft Informationen ist, die jetzt nicht unbedingt dem Bildaufbau helfen, deswegen, also dieses schöner machen, das ist schon gedacht in Maskierung. Genau, dann haben wir hier die Breitbildversion, die Original- und die Exportfassung, das war quasi auch die Disc von der alten, vom alten Mediabook und hier haben wir dann das ganze Bonusmaterial auf einer schönen Extra-Discs. Auf den ganzen Discs sind auch die Audiokommentare drauf. Und hier haben wir dann die schöne Opernszene. Genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal wieder. Braucht ihr noch irgendwie Infos? Nein, das haben wir jetzt alles gezeigt. Das ist der ganze Inhalt. Und das war's von deiner Ansicht. Und jetzt gehen wir mal zurück in die Hauptansicht. Toll. Ja, da möchte ich noch kurz über den Soundtrack sprechen. Den sind ja auch viele, natürlich wieder von Claudio Simonetti hier, einer seiner besten Soundtracks. Claudio Simonetti als Alleinkünstler finde ich immer sehr schwach, muss ich leider sagen. Aber hier in Opera macht er doch seine Sache ganz gut. Aber wenn man sich da andere Soundtracks von ihm allein anhört oder diese widerlich neu aufgenommenen Goblin-Sachen, die er jetzt rausbringt, also kauft das bloß nicht. Wenn da steht Claudio Simonettis Goblin, blach, nicht kaufen. Nur die Originalaufnahmen. Ja, und hier ist aber auch toll, hier fängt auch schon dieses an mit diesen ganzen, wir haben hier auch ein paar Steel-Grave-Sachen drauf, also verschiedene Heavy-Metal-Sachen, die ja schon auch im Phänomena Einsatz gefunden haben, wie zum Beispiel, wo da ein Phänomena Motorhead einfach läuft oder Iron Maiden, absolut genial eingesetzt, wie ich finde. Großartiger Soundtrack, sollte man auch in seiner Sammlung haben, finde ich. Genau, jetzt kommen wir nochmal zu meinem Fazit. Also ich muss sagen, ich bin ein riesen Opera-Fan, ich liebe Opera von Dario Argento. Ist nicht mein Lieblings-Argento, aber ganz, ganz weit oben, muss ich sagen. Und ich finde es wunderschön, dass der jetzt hier in 4K erscheint, in noch besserer Bildqualität, mit allen Extras von der alten Edition mit rübergenommen. Also wer die alte Edition noch hat hier, das ist die erste von damals noch Kochmedia, die war auch schon sehr schön gemacht. Da waren auch die Bildvergleiche jetzt her und komplett ungeschnitten gewesen. Das ist auch, wie gesagt, der Audiokommentar enthalten und so weiter und so fort. Die ganzen kleinen Doku-Features. Aber hier kann man nichts falsch machen. Und für Argento-Fans ist das ein absoluter Kaufbefehl. Holt euch das Teil exklusiv im Play-on-Shops und drunter alles verlinkt. Und ja, das heißt dann wunderschön in die Kollektion ein, wie ihr sehen könnt. Von Play-on,
oder damals noch Kochfilms, die dann in die supergeilen Megaboxen hier. Und ich muss sagen, ich bin von jedem Film hier drin begeistert. Ich bin ein Fan von jedem Film, der hier erschienen ist. Wahnsinnig. Und ja, ich will sie nochmal alle kurz auftürmen nebeneinander. Das hier kann man auch fast dazu zählen, hat das gleiche Format, nur hier war mal ein Schuber dabei. Genau. Aber ihr seht, das bietet sich wunderschön an, sich in die Sammlung zu integrieren. Und zuletzt habe ich auch Cyborg vorgestellt, das könnt ihr euch auch anschauen. Und ihr könnt auch gleich weitergucken, denn es kommt noch ein Argento-Klassiker raus, und zwar Vier Fliegen auf grauen Samt. Den könnt ihr dann im nächsten Video bestaunen. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht ins Kino. Ciao!